Welcome back bei The Crooked Man mit Mauszeiger im Bild und Erkältung. Ah, wir wollten jetzt, glaube ich, ins Bett gehen, oder? What the hell? TV! Stop that! Why did it turn on weiter? Warum ist das Tool selbst angegangen? Ist es kaputt? Gott! What the? Don't scare me! Was ist das? Das ist gruselig. Was hat es gesagt? Sink? Oh, was soll das? Sink war ja dieses Spülbecken. Blatt Papier hier. Mein Herz, Entschuldigung. Oh mein Gott. Ah, das Spiel hat mich dran gekriegt. Ich habe ein Stück Papier bekommen. There was a crooked man, and he walked a crooked mile. He found a crooked sixpence against a crooked stile. He bought a crooked cat, which caught a crooked mouse. Oh, I can't speak English. And all lived together in a little crooked house. Ist das nicht ein Kinderreim? Warum ist das hier unter dem Spülbecken? Es muss wahrscheinlich wieder der vorherige Besitzer dieser Wohnung sein. Ah, das ist komisch. Ich sollte schlafen gehen und das vergessen. Crooked ist ja übrigens. Oh Gott, was ist crooked? Ich wusste es eben noch. Tja, geknickt wahrscheinlich. Knick. Knick. Ah, moving for chains of pace, huh? Ich weiß jetzt gerade nicht, was Pace ist. Oh Gott, ich vergesse gerade alle englischen Wörter. Guess that's not working so well. Appreciate Paul and Marion's help, but. Well. It's kinda creepy hier. Und es weint ein Kind? Ist das ein Kind? Warum sollte ein Kind in diesem kaputten Apartment wohnen? Oh Mann. Vielleicht ist es. Hat es sich verlaufen? Ich sollte mal nachschauen. Always running. Of course. Da ist kein Kind. Ich muss einfach nur müde sein. What the hell? What is no? 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 Oh no, mein Teacup. Ah, nur ein kaputtes Glas. Mann, das hat mich erschreckt. Wo, warte, was? Help me. Der Kaffee sagt? Du musst. Oh, dieses Zimmer. Es ist wirklich, wirklich seltsam. Diese Stimmen und der TV. Der selbst von selbst angeht. Was ist das? Geht er jetzt trotzdem schlafen? Tatsache. Oh, hi, Paul. Ich bin's, David. Hey, was ist? Du klingst müde. Aha, ja. Ich war die ganze Nacht wach. Ich habe eine Frage, wenn das okay ist. Ja, was denn? Weißt du etwas? Do you know who used to live in this room? Ach so, weißt du, wer vorher in diesem Raum gelebt hat? In diesem Zimmer, Haus, Apartment? Nein, ich weiß nicht. Vielleicht solltest du die, ich denk mal, Vermieterin fragen? Bist du neugierig? Irgendwas in der Art? Nun, es sieht so aus, als hätte er jede Menge Sachen vergessen. Aber ich frag die Vermieterin. Gut, bis später. Ah, die Vermieterin wohnt am Ende des ersten Stockwerks.
Ich werde nachschauen, was sie weiß. Ah, let's do that. Moment, sind wir? Wir sind 205. Wir sind im zweiten Geschoss. Gut. No response. Okay, das ist hier 105. 103. 103? 105? Was? 102? 100. Was? Moment mal. 102, 3. Da müsste hier eigentlich noch eine 4 sein. Warum ist hier keine 4? Und da ist schon wieder so ein komischer Greg. Und. Eine kaputte Pflanze. Knock, knock. Hallo? Ah, es ist Mr. David. Was ist los? Guten Tag, Miss. Ich möchte Sie etwas fragen. Über den Raum, in dem ich wohne. Können Sie mir irgendwas über die Person erzählen, die vor mir dort gelebt hat? Ja. In diesen Apartments sind jede Menge Leute ein- und ausgezogen. Ah, wie hieß der junge Mann? Ich glaube, er war in deinem Alter. Er ist einfach plötzlich vor einem Monat ausgezogen. Said to leave the furniture. Er sagte, er würde die Möbel dort lassen und ich könnte sie benutzen, für was auch immer. Sie wissen nicht, wohin er gegangen ist. Ich habe nichts davon gehört. Er ist wirklich einfach gegangen. Aus heiterem Himmel. Ich kann mich an seinen Namen nicht erinnern. Ich könnte natürlich in meinen Dokumenten nachschauen und versuchen, etwas über ihn herauszufinden, wenn Sie möchten. No, there's no need. Nein, das ist nicht nötig. Ich war nur etwas neugierig. Danke. Ich sehe Sie später. Alrighty. Entschuldigung, dass ich nicht wirklich helfen konnte. Ich wollte gerade helpful sagen. Ein Mann in meinem Alter. I can only wonder. Well, lass uns zurückgehen. Da geht's raus. No need to go out. Ja, durch die Wand kannst du auch nicht rausgehen. Da fehlt aber ein Raum, ob das noch irgendwas zu bedeuten hat. Eins, zwei, drei, sechs. Da fehlt irgendwie Raum. No, 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 no. Oh, come on, guys. What the fuck is this? Warum sind da Spuren am Boden? Sie führen zu dieser Wand. Ist da irgendwas in diesem Riss? Ein Schlüssel. This key is pretty fancy. Ich glaube nicht, dass er für irgendwo hier ist. Für was könnte er sein? Um Gottes Willen, dieses Spiel. Erst die Stimme dieses Mannes, die Stimme des Kindes, die Schrift auf dem Spiegel, der Fernseher, der sich selbst anschaltet, der Kaffee. Als ob hier Poltergeister wären oder so. But I would have thought the landlady would mention this kind of thing. Oh, what's going on here? Yeah. Not that I would care if there were ghosts here. I wouldn't much care if they haunted me and killed me either. Was? I would care. But I wonder about the scrap of paper. What was the man who lived here like? Did this stuff happen when he was here? Groß im Ganzen hat er sich jetzt gefragt, ob das auch passiert ist, als der Vormieter noch dort gewohnt hat. Es bringt nichts, darüber nachzudenken.
Lasst uns das einfach auf morgen verschieben. Let's call it a day. Ja. Good night. Mein Gott, mein Gott. What is this again? What the fuck? Why? Wo kommt das schon wieder her? Kommt es aus dem Inneren des Hauses? TV? Toilette? Ah, Toilet won't speak. PC. Badewanne? Dusche? Oh, warte. Warte. Es kommt aus. Hier kommt's her. I found it. Ein Radio? Wow. Warum ist das in meinem Schrank? Und warum stellt es sich selbst an? Na, there's something on this paper here. Oh, eine Adresse. Our special place. Welcome to Silent Hill. wer soll, wo soll das denn sein? Wir bekommen eine Adresse. For you. What? Oh mein Gott, no! This fucking game! Ah, ich warte auf dich! But why? What? Wieso? Und wann? Warum ist es quer über den Schrank geschrieben und über das Fenster und. Und. Weg! Lol! Oh, holy Jesus! Oh, wir sind zu Paul geflüchtet. Oh mein Gott. Das machen wir jetzt noch schnell. Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Tut mir leid, dass du auf der Couch schlafen musstest. Nee. Ich sollte mich entschuldigen dafür, dass ich so spät bei euch hereingestürmt bin. Wasn't expected, but don't sweat it. Ja, ich hab zwar nicht. Oh Gott, wie sagt man denn dazu? Ah, I don't care, man. Er hat's nicht erwartet, aber wir sollen's. Er nimmt's uns nicht übel. Aber ist irgendwas passiert? Du siehst nicht gut aus. Da ist keine wirkliche Hintergrundgeschichte. Verdammt, was rede ich da? Da ist nicht wirklich ein Grund. Oh, maybe I felt like intruding into the newlyweds' love nest. Oh, die sind jetzt verheiratet. Und er hat Angst, dass er sie gestört hat. Oh, hey, why are you? Just kidding. Was, sind sie doch nicht verheiratet? I don't get it. Ich glaube, sie sind verheiratet. Aber ernsthaft. Du kannst mir alles erzählen, wenn etwas passiert, okay? Ich werde, egal was es ist, alles für dich tun. Okay. Hä? Ich bin froh, einen Freund wie dich zu haben, der auf seine Freunde achtet. Hey, machst du dich über mich lustig? Na? Oh, ja, ich habe von Marion etwas gehört. Oh, tut mir leid, dass sie diese Shirley-Sache da angeheuert hat. Ich habe ihr davon abgeraten. Ah, keine Sorge. Es ist nicht Marions Schuld. Well, es geht nicht darum, wer schuld ist. Wer Schuld hat. Ich bin nur nicht glücklich darüber. Don't let it get you down. Okay. I know you've got your mother to look after. Ja, ich weiß, du musst nach deiner Mutter schauen, aber ich denke, es ist Zeit, einfach voranzugehen, voranzuschreiten. Geh und schau nach neuen Leuten. Als würde ein Kerl wie ich ein Date finden. Ich bin nur ein Angestellter mit einer Mutter im Krankenhaus. Und das Mädel, das ich heiraten wollte, ist davongelaufen.
Man! Don't be such a sissy! Keep up that mopping and you will have your own personal rain cloud. Ich glaube, er will uns irgendwie aufmuntern, indem er uns total böse anmacht, dass wir nicht so negativ sein sollen. Ha! Well, I will be careful. Und nun wird es Zeit, einen Cut zu setzen.